vielleicht vorher abschalten sollen. Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. Den schalte ich auch noch. Also du schaltest gerade nur die Produkt, die MKs. Genau. Ne? Ist kein Erzmineral gepackt. Okay, wird. Dann warten wir einen Moment und können dann die gleich. Ja, das ist ein bisschen was, ne? Ja. Ja, wir brauchen gleich ja nur die MKs erstmal abzu. Genau. Der Rest kann natürlich auch. Du kümmerst dich um die zwei Anlagen bei dir, ich um die anderen beiden, oder? Ja, die kannst du erstmal abschalten und dann auch erstmal laufen lassen, obwohl die dürften eigentlich nicht laufen, weil die Lager voll sind, ne? Für Stahlrohre. Ja, hier steht alles. Hier läuft gar nichts. Na gut. Ich schieße auf jeden Fall gleich an das obere Netz an. Ich will die jetzt so schön sauber haben. So, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Da hinten muss ich gleich nochmal so ein Fördermastding bauen. Eigentlich deutlich weniger verbrauchen, oder nicht? Ach, weißt du was? Komm. Scheiß drauf. Hab ich halt ein bisschen Eisenerz, aber naja. Ein bisschen viel Eisenerz. Ich hab grad. Ne, nur drei auf. Okay. Soll ich hinsetzen? Ja, warte, ich mach schon. Dann bei der Ausrichtung kurz schauen. Wir müssen nur gucken, ob wir die jetzt eventuell schön sauber rankriegen oder ob geht der so schön gerade ran in den Knick oder nee, ne? Nee, leider nicht. Dann machen wir das anders. Einmal drehen, ja. Ja, können wir so machen. Ja, so wäre gerade. Ne, das ist zu viel. Ja. Dann bauen wir den so. Den schließen wir unten rechts an dem Förderband an. Aber das mache ich jetzt gleich noch. Ich baue hier noch eine Plattform auf dafür. Ja. Fundamente. Na, ich drücke mal noch die falsche Knöpfe dafür. 4. So, die Förderbänder kannst du unter sich schon untereinander schon mal verbinden. Mache ich. Ich produziere noch fleißig. Wir haben die andere Reserve noch. Die haben noch 56 drin. Mhm. Obwohl, ich hab eine Idee. Scheiß drauf. Können wir einfach gleich hinten reinschmeißen. So, nur den Konstrukt, den lassen wir noch mehr laufen. Was ist jetzt? Hast du den anderen abgebaut? Nee. Ist der leer? Der ist leer, du kannst. So, ja. Den habe ich jetzt abgebaut. Ist der andere auch leer? Ja. Okay, lass die Förderbänder noch da, bis das ganze Zeug weg ist, ne? Ja. Ja, das kann ich schon abziehen. So. Kannst du mal eine Verbindung, eine Elektroverbindung neu schaffen? Zwischen? Warte. Siehst du jetzt die beiden, dieser Knick, der hier übrig ist, das sind die beiden Drähte. Die einfach direkt miteinander verbinden. Mache ich. Genau. So. Wo ist die andere Eisenmine gewesen? Da hinten. Hier hinten die beiden. Sind hier was hinten, ne? Achso, die meinst du, ja, die frei, genau. Die hier. So, MK ist direkt gerade, ne? Hm, ja. Frage ist, passt der Knick? Na, wahrscheinlich nicht. Guck mal, so würde der Knick aus. Ja, hatte ich nicht. Mal hier ja, doch, ist okay. Ist okay? Ja, den kannst du anschließen. Den müssen wir aber ändern hier, ne? Also den Knick irgendwie noch helfen. Aber schließt ihn noch nicht am Strom an, ne? Nee, nee. Drei. Mal gucken, ob
hast. Na, das gefällt mir noch nicht. Ne, das geht nicht so. Drei. Okay, warte, das Problem ist aber. Ah, ne. Ja, das sieht nicht schön aus hier. Der Knick. Also mir gefällt dieser Knick nicht. Der eine hier vorne. Ja, das geht eher. Sollen wir das jetzt direkt machen? Nee. Ja, obwohl. Nee. Weg damit. So. Jetzt vielleicht. Oh. Ja. War alles geplant. Nee, warte mal. Nee, das sieht auch nicht aus. Das sieht alles kacke aus. Nein, die drei. Machen wir mal so. So? Nee, oder? Nee, das sieht kacke geht aus. Geht nicht. Geht nicht. Geht auch nicht. Also ich krieg nicht verbunden. Warum sieht denn das so kacke aus alles? Okay, dann anders. Dann machen wir das hier so. Und hier einfach so. Ernsthaft, warte. Nee. 3. Geh weg. Das ist okay, oder? Moment, ich raste hier gerade hinten ab. Achso, du bist da hinten dran. Jo. Sieht gut aus, meinst du? Okay. Ja, doch, das sieht doch optimal aus. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt müssen wir noch da hinten die Anlage schön sauber rüberkriegen. Und an beiden müssen wir jetzt, ne? Hinten machen. Yes. Nein. Ja, hier läuft halt gar keine Produktion mehr, ne? Ja, gleich ja. Hä? Warum bauten die den Scheiß nicht mehr hoch? Ich würde das eigentlich im Mast direkt gerne schön sauber in den Boden setzen. Problem ist aber, dass sie dann nicht gerade liegt. Das ist auch scheiße. Und dann immer wieder so eine Plattform runtersetzen, sieht auch scheiße aus. Aber es bleibt da nicht viel anders übrig. Fundament. Nein. Das ab. Was denn? Der wollte ihn. Warum will er denn nicht mehr setzen? Was ist? Was?
3. Geht doch. Komisch. Ich hoffe, das passt oder ist das nicht. Ja, doch, geht noch. Den da dran. Den Kollegen da hinten dran. Okay. Irgendwie läuft das hier ganz gewaltig schief. Inwiefern? Naja, manchmal setzt er den irgendwo komisch an eine andere Stelle, wo der nicht hin soll. So, Ich hab hinten alles abgebaut, aber wundere dich nicht, warum da so viele Kisten liegen hier. So, weil es ein bisschen verpackt ist, meinst du, oder was? Nee, komm mal zu mir hier. Moment. Hier liegen mindestens 10, 20 Kisten. Ja, mehr 20, 30 Kisten rum. Moment. Ich glaube, jetzt habe ich zu wenig Material, oder? Bedien dich bei dem Material in den Kisten, ja. Oder es ist der Abschnitt ist zu lang, das könnte auch sein. Hier, siehst du die ganzen Kisten hier? Scheiße, was hier ist, drüben ist das denn alles? Weil ich Sachen abgebaut habe, während mein Inventar voll war. Okay. Ey, Platten, die kann ich gebrauchen. Ja. Okay, es liegt nicht an den Platten, dann. Oh, scheiße. Mir ist der Abschnitt jetzt zu groß. So, das haben wir auch. Einigen, die ich noch irgendwo im Boden ein paar Platten, die ich abreißen konnte. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gesetzt hatte. Anscheinend nicht. So, du kannst den MK bauen. Ja, die Frage ist, wie richten wir ihn auch wieder so aus? Ja, jetzt um 180 Grad einmal drehen. Sag mir, wann stopp? Noch ein bisschen. Noch eins. Stopp. Ja. Den kannst du eigentlich. Ja, mal gucken. Stell einfach mal kurz hin. Dreh mal. In welche Richtung? Richtung Lager. Ah, ne, dann mach den direkt in Richtung Förderwand. Warte noch. Halt. Ja, genau so. Kannst du den hier nochmal drehen? Ne, ich kann nichts mehr abbauen. Dann mache ich das. Guck mal bitte, wie das mit dem Förderband jetzt passt. Wohin wolltest du den jetzt? Das ist so, jetzt an das linke Förderband. Passt, ja. So, dann nochmal zu 3. So, mal gucken. Wie sieht das ohne den aus? Auch doof. Geht auch nicht, ist zu steil. Eine Ecke, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Ja, es sieht ein bisschen. Ja, ne? Okay, warte, das kriegen wir besser. Ich muss nur den ein bisschen verschieben. Besser? Besser.
Ja, doch. Geht denn jetzt ab? Geht nicht? Geht doch. Ja, sieht doch gut aus. Jetzt müsste man nur noch den anderen anbinden direkt. Ja, den kriegen wir auch noch hin. So, jetzt warte kurz. Ich muss dir noch den... den Kollegen setzen. So. Den erstmal so. Ist noch zu lang. Brauchst noch eine Stütze irgendwo. Musst du nicht weiter nach links? Warte, nee, lass den noch mal kurz weg. Moment, ich wollte es nur gerade sehen. So, ja. Ich würde mal sagen, den machen wir so, oder? Ja, sieht doch gut aus, oder? Ist okay, ist akzeptabel. Also von der Theorie könnten wir jetzt alle vier MKs anschließen. Dann müssen wir nur noch mal gucken, dass wir die Stromleitung noch mal ein bisschen sauberer jetzt hinziehen. Ja, gut. Das wäre mir im Moment hier noch egal, weil wir hier eh alles aufräumen müssen später noch. Weil, warte mal kurz, 1, 2, 3, ich kann hier direkt noch einen weiter wegziehen, das ist sehr gut. Strommast. Dann machen wir eine neue Stromverbindung hier hin. Okay. Jetzt warte noch mit dem Anschließen. Mhm. Das ist ja jetzt nur der Bohrer, ne? Ja. Okay, dann geht das ja eigentlich doch klar. Du hast ja die Verbindung bei dir auf der Ecke, ne? Ja. Schließ den einfach an dem Pfeiler an. Genau. Dann kann diese Trasse hier weg. Und den Bohrer, ich schließ den jetzt an. Der ist angeschlossen. Der ist angeschlossen. Produziert er schon? Ah, der fährt auch runter, ja. Wird gleich produzieren. Sollten eigentlich beide produzieren. Ja, der produziert jetzt hier schon. Na, die rein. Ersten Sachen kommen. Der auch, okay. Das heißt jetzt die beiden anderen noch und fertig. So, dann haben wir hier hinten gucken. So. Alles angeschlossen, sollte laufen. Bewegung im Dreh, im Bohrkopf, ja. Haben wir die Container hinten schon? Ja, ne? Ja. Okay. Also das System läuft quasi so jetzt, wie wir es bisher hatten. Moin. Ja, wollen wir mal gerade rüberfahren? Ja, können wir machen. Ist so cool, dass wir das irgendwie schaffen, ohne zu sterben. Geht das nicht durch? Nein. Ja. Wie kommen wir dann nochmal durch? Mhm. Also. Bisschen riskant, aber es geht. Oder so. Ja, ich hab schon. So, dann, ich will nochmal kurz. Was ich noch gerne machen würde, weil wir wissen, dass die Produktionsanlagen sehr schnell volllaufen. Noch ein Container? So ein zweites Lager. Ja. Wenn du die draufbauen kannst, gerade überall? Tatsächlich weiß ich das gerade nicht, aber mein Inventar ist ziemlich voll, deswegen. Dürfte es eigentlich gehen. Ja. Beginnen wir mal hinten. Ich kann welche bauen. Ja, ich auch. Also, ja, die Frage ist, komm mal gerade mit zu dem Äußeren. Drüben. Ja, warte mal. Frage ist, wie wir das genau in dieselbe Richtung. Genau in dieselbe Richtung. Ja. Oben drauf, ne? Ja. Die Frage ist, wie die verbunden werden, ne? Ich hab ja, wie wir das zu Hause gemacht haben bei uns vor der Tür. Okay. Machst du das? Ja, ich guck gerade. Drei. So. Ist eine Pistole?
Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!